Frau Wagner, Sie sind Kantonsrätin, Präsidentin von der FDP Frauen Schweiz und wohnen ganz nahe bei Zürich West. Was bedeutet Ihnen Zürich West? Zürich West bedeutet mir sehr viel, seit ich da vor vielen, vielen Jahren, ich kann sagen, fast Jahrzehnte auf Ipking gezogen bin, ist Zürich West immer der Teil gewesen, den ich auch gesehen habe und den ich gespürt habe, aus ganz verschiedener Sicht, in der neuesten Zeit natürlich durch die Hochhäuser, die da aufragen, aber auch durch viele junge Leute, die in den Ausgang gehen. Finden Sie es gut, die Entwicklung? Ich finde die Entwicklung insgesamt sehr gut. Wenn ich denke, vor etwa 30 Jahren war das wirklich so eine Brache gewesen. Und übrigens auch Wipkingen war sehr ein veraltetes Quartier gewesen. Und ich durfte eigentlich beobachten, wie Wipkingen und Zürich West Hand in Hand wieder so ein Leben eingehaucht worden ist und ein Leben, das sie historisch gesehen schon vor 100 Jahren mal hatten. In Zürich West ist ja geschaffen worden, die grossen Firmen, Escher Wyss, Utzer, Maag. Und da in Wipkingen, wo ich jetzt daheim bin, da hat man dort schon gewohnt und ist geschaffen auf Zürich West. Und es ist dann jahrelang, ich denke, durch auch den Wegzug von vielen wichtigen Firmen hat auch Wipkingen wie auch den Arbeitsplatz verloren und hat sicher auch ein bisschen gekämpter gewesen in der Entwicklung. Und es ist schön, dass jetzt das beides so wieder ein bisschen boomt. Sie sind mit verschiedenen Vorstössen haben Sie einen Einfluss auf das Quartier. Ein Stichwort wäre der Standort des neuen Kongresshauses. Sie sind kritisch eingestellt gegenüber dem Standort Gerolareal. Warum? Ja, für mich muss ich sagen, wenn man den Standort sucht für Kongresshäuser, auch international, sind das immer ganz edle Standorte, sind sehr oft Standorte am Wasser, an Flüssen, denkt man das Kongresshaus in Luzern. Oder dann sehr, sehr gut erschlossen direkt beim Hauptbahnhof, eben Luzern kann ja beides bieten. Und von dort her gesehen ist natürlich das Gerolds Areal nicht in diese Reihen einzuordnen. Persönlich finde ich nach wie vor, dass ein Standort am Zürichsee für die Stadt natürlich eine riesige Chance wäre. Mit einem schönen Projekt. Ich sehe aber auch, dass der Standort beim Karplatz, also beim Landesmuseum, beim Bahnhof, natürlich auch ein außerordentlich schöner Standort ist. Und in dem Sinne möchte ich mich eigentlich nicht schlecht über das Gerolds-Areal auslassen. Ich kann das nachvollziehen, aber ich sehe auch noch andere Standorte, die für mich noch ein bisschen mehr leuchten würden. Also Ihr Argument ist, dass Sie finden, es müsste ein bisschen einen schickeren Standort haben, damit man auch schickere Kongresse könnte machen. Ist das richtig verstanden? Ja, schicker in dem Sinn, einfach auch so vielleicht städtebaulich attraktiver. Ich will nicht sagen, dass Zürich West städtebaulich nicht attraktiv ist, aber ich denke, dass gerade diese Gegend sollte doch auch da sein für eine gemischte Nutzung. Zum Beispiel, dass man halt wirklich Wohnnutzung kann machen in dem Gerolds-Areal, aber eben auch Nutzung fürs Gewerbe, für Arbeitsplätze, dass das durchaus auch könnte attraktiv sein. Finden Sie, das müsste man gesetzgeberisch machen, also dass die Politik sagt, dass es dort Wohnanteil braucht, oder sollen wir das einfach mehr überlassen? Nein, ich glaube, man kann nicht. Es ist beides in der reinen Lehre, oder? Man kann nicht alles nur am Markt überlassen und man muss auch nicht meinen, wir können alles per Gesetz lösen. Letztlich bin ich tief überzeugt, dass das Prozesse sind, die da in Gang sind, die man nur zusammen mit der Wirtschaft machen kann, nur zusammen mit der Bevölkerung machen, wie das übrigens in Zürich West in den letzten Jahren erfolgreich der Fall war. Und das wird auch für die Nutzung des Gerolds-Areal nicht anders können sein. Die SP-Nationalrätin Badran hat auf Westnetz unlängst gesagt, dass Zürich West sei ein reiches Ghetto, wo nur irgendwelche Bürolisten kommen und es keine Bewohner gibt. Sehen Sie das auch so? Nein, überhaupt nicht. Und ich finde, da tut es jetzt wirklich Zürich West auch ein bisschen schlecht reden. Und das hat für mich Zürich West nicht verdient und auch die ganze Stadtentwicklung hat das nicht verdient. Ich meine, ich glaube, alle Zürcherinnen und Zürcher sind auch stolz auf den Turm, den wir haben. Und von dort her gesehen, das als reiche Ghetto bezeichnen, finde ich doch nicht schön. Das würde ich nie machen. Ich muss sagen, letztlich spricht sie ja die Wohnungsproblematik an in dieser Stadt und da habe ich sowieso das Problem, wenn man so ein bisschen den Klassenkampf macht, da die Guten, da die Bösen.
Ich denke, wir haben tatsächlich Herausforderungen, wenn wir Wohnraum zur Verfügung stellen, aber das geht nicht, indem wir Einzelne einfach dem Sinn durch schlecht reden. Und es geht auch nicht, wie das die SP zum Teil fordert, dass man einfach generell alles reguliert, alles vorschreibt, indem man den Markt völlig erstickt. Es braucht auch im Wohnungsmarkt Leute, die investieren, die bereit sind, ihre Häuser zu pflegen und ihre Häuser schön zu erhalten. Und das geht, kann man einfach nicht staatlich verordnen. Ein Punkt, der immer wieder kommt von der SP, auch im Zusammenhang mit Zürich West, sind die hohen Mieten. Sind Sie einverstanden, dass Mieten an vielen Orten zu hoch sind? Ich denke, das ist die Kehrseite des Erfolgs der Stadt Zürich. Für mich geht das in die gleiche Richtung, weil wir auch verstopfte Züge und verstopfte Strassen haben. Das ist auch die andere Seite des Erfolgs. Es ist in allen Städten so, Städte, die Erfolg haben, das sieht man, drückt sich das auch in den Mietzinsen aus. Ich glaube, die Stadt hat insofern eine gute Politik, dass man auch schaut, dass man günstigen Wohnraum hat. Und das sind für mich klar Genossenschaften gefordert und die werden ja auch unterstützt und sie sind da letztlich zum Schauen, dass das einen ausgewogenen Mix gibt von Wohnungen, die da angeboten werden können. Man muss einfach sehen, wenn man allzu stark reguliert und einfach vorschreibt, wer noch darf, wie wo sein, was der Mietzins ist, dass das sehr kontraproduktiv kann sein, indem eben nicht mehr investiert wird, indem man dann sagt, ja, was soll ich da mein Haus noch pflegen? Es ändert ja eh nichts mehr am Mietzinsertrag und das wäre für unsere Stadt nicht gut. Also wir sind auch so erfolgreich als Stadt, weil eben da unsere Häuser auch gepflegt werden und weil wir auch in dem Sinne einen Ausdruck haben von der Stadt, dass das eben Wertschätzung der Stadt gegenüber, die man durch die Pflege der Häuser zum Ausdruck bringt. Warum schaffen Sie es als, wenn ich das so generell darf sagen, die Seite, wo der Privatinitiative so tritt, nicht klar zu machen, dass man die private Hand viel stärker noch müsste fördern, dass dort mehr gebaut werden kann? Ja, ich glaube, es ist vor allem ja, dass es ermöglicht wird zu bauen. Und man muss einfach sehen, das Bauen an und für sich ist ein extremes reguliertes Metier. Also es gibt kaum einen Bereich in der Schweiz, und das ist nicht nur hier in der Stadt Zürich so, wo es so detailliert geregelt wird. Und es sind so viele Vorschriften, die man muss da durchgehen muss, dass man am Schluss überhaupt in eine Wohnung einziehen kann. Und viele Leute wissen gar nicht, was das alles bedeutet. Und das hemmt und das verteuert es vor allem. Und es kann einfach nicht sein, dass man immer mehr Vorschriften verlangt. Das muss immer teurer werden, das Ganze. Und gleichzeitig sagt man, es muss immer günstiger sein. Irgendwo geht das nicht zusammen, unsere Anspruchshaltung. Und ich glaube, dort könnte man noch sehr viel erreichen, eigentlich durch Abbau von Regulatorien, die so gar nicht notwendig wären. Die Diskussion ist auch aufgekommen im Zusammenhang mit dem Schulhaus, das jetzt gebaut werden soll, das 90 Millionen Franken kostet. Ich höre immer, es gibt zu viel Regulierung, aber nie genau, was das Problem ist. Können Sie mir mal ein paar Beispiele geben, was die aus Ihrer Sicht ersten Regulierungen sind, die man eigentlich sofort könnte streichen? Ja gut, das ist eben wie so oft der Fall. Es ist nicht so einfach, wenn man es dann im Detail anschaut, oder? Ich kenne natürlich die gigantischen Kosten, Posten nicht jetzt in dem, aber ich denke, es ist natürlich gerade beim Staat, und das habe ich zum Beispiel jetzt gesehen beim Polizei- und Justizzentrum, wo ja, ich glaube, das teuerste Bauwerk schweizweit ist. Dort konnte ich ja verfolgen, wie die Kosten steigen und sinken. Und das hat sehr viel mit Anspruch zu tun. Jedes Departement, jede Abteilung hat ihre Ansprüche, die sie an das Bauwerk stellt, ihren Wunschkatalog. Und es ist dann niemand da, der dann irgendwie sagt, ja, aber alles muss in dem Sinn noch bezahlbar sein. Und aus dem Wunschkatalog entstehen dann natürlich sehr, sehr hohe Kosten. Ein Thema ist sicher auch die Ästhetik, Gestaltung. Man muss auch wissen, man investiert sehr viel ins schöne Aussehen. Das ist ja so, das hat eine schöne Seite. Das mag dann vielleicht gefallen. Es mag auch mal nicht gefallen, oder? Aber es kostet einfach. Da können Sie das ein, zwei konkrete Beispiele plausibilisieren, was Sie mit dem meinen, mit der Ästhetik und was das dann kostet? Ja, ich kann es vielleicht am einfachsten bei der Ästhetik. So ein Beispiel sind Solaranlagen auf den Dächern. Also jahrelang hat man es zum Beispiel im Kanton Zürich sehr restriktiv gehandhabt, weil man gefunden hat, das ist ja eigentlich nichts Schönes, oder?
die Solaranlagen mit dem Resultat, dass Leute andere Heizungssysteme müssen entwickeln und es gar nicht dann können, auch die es noch hätten wollen. Und es hat übrigens auch das Engagement von der FDP und auch mein ganz persönliches Engagement gebraucht über eine Volksinitiative, dass man jetzt grundsätzlich Solaranlagen einfach erstellen auf den Dächern. Und das ist nicht nur auch ein Beitrag sagen wir mal, die Energiekosten von dem ganzen Haus, sondern das ist ja letztlich auch ein Beitrag an das nachhaltige Bauen. Warum schafft man es nicht, verdichteter zu bauen? Zürich ist eine Stadt mit nicht sehr hohen Häusern. Es sind nicht sehr viele Hochhäuser, die momentan gebaut werden. Warum tut man nicht versuchen, das viel mehr und viel stärker zu verdichten? Also es ist so, dass die Stadt Zürich noch erhebliche Reserven hätte im Rahmen von dieser Bau- und Zonenordnung, die wir hier haben. Das Verdichten kann an ganz verschiedenen Sachen scheitern. Es kann an Vorschriften scheitern, die nicht möglich sind, weil irgendwelche Grenzabstände oder Gebäudehöhen überschritten werden. Es kann sein, dass die Nachbarn da mit dem Bauvorhaben nicht einverstanden sind und das in Rekurs ziehen und irgendeinen Rechtsmangel finden. Man muss einfach sehen, dass das Verdichten tönt schön in der abstrakten Theorie. Und meistens tönt sich die Leute auch nicht zu gross um das kümmern, bis Stangen da stehen, also Projektil bis ausgesteckt ist. Und dann sagen die Leute, ja, yes, es geht das. Das will man machen, oder? Und dann kommt das Interesse, oder? Und dann merkt man, dass halt Verdichtung auch auch der Schatten hat. Jedes Hochhaus hat auch seinen Schatten. Das heisst, es gibt halt weniger, unter Umständen weniger Platz, wo zur Verfügung steht. Es macht Schatten mehr, es nimmt vielleicht auch Licht und Luft. Und das ist auch ein schmerzlicher Prozess für viele. Und ich verstehe das auch, dass man sich dann wie auch das muss gewöhnen. Also ein Verdichtungsprozess ist eigentlich auch ein sensibler Prozess, wo man auch langsam vor sich hingehen muss und man nicht kann einfach über den Leisten dem Sinn brechen. Aber da können wir nicht stärkeres Argument ins Feld führen, dass man sagt, man braucht eben halt mehr Wohnraum, damit Mieten in den nicht subventionierten, nicht genossenschaftlichen Wohnungen billiger werden. Und das bedingt, dass man mehr baut und verdichtet. Absolut, das werden wir machen. Man muss aber sehen, wir hätten schon ein riesiges Potenzial, wenn wir nur das nutzen können, was heute da ist. Und wenn wir zum Beispiel einfach mal, wie wir sagen, die Dachgeschosse, die kann man ausbauen. Und in Tat und Wahrheit ist das natürlich nicht so einfach. Wir haben Dachgeschossvorschriften, wir haben Regelungen, wie gross ein Dachaufbau darf sein. Das ist vom kantonalen Gesetz her so geregelt. Eben, wir haben Regelungen, wie gross ein Dachflächenfenster darf sein, wie man kann einen Lift anbauen, ja oder nein. Und am Schluss ist es dann so, dass das einfach so teure Wohnungen werden, in den Dächern oben, dass dann jemand sagt, ja, aber das ich würde zwar gerne das Dach wirklich noch ausbauen, aber das kann ich mir gar nicht mehr leisten, am Schluss, was das kostet. Und in dem Sinn, glaube ich, könnte man viel erreichen, indem man einfach ein bisschen grosszügiger würde zulassen. Nur schon das zu nutzen, was da ist. Es hat vor einer Weile mal in der Presse so einen Fall gehabt, ich glaube, eine Kinderkrippe oder eine Tagesschule, was darum gegangen ist, die müssen eine ganze Industriekuche einbauen und dann haben auch ihre Kosten. Wenigstens dort müsste doch eigentlich gelingen, dass man sowohl die bürgerlichen, privatwirtschaftlich orientierten politischen Kräfte als auch die Linken, die für Tagesschulen und Infrastruktur sind, dass man die an den Tisch bringt und die wahnsinnigen Vorschriften irgendwie locker kann. Warum gelingt das nicht? Also das ist etwas, wo ich mich sehr stark schon beschäftigt habe mit den Kinderkrippen und der Bürokratie. Das ist tatsächlich ein Leidungsthema, eben weil das ist jetzt auch ein kostentreibender Faktor am Schluss, wo ja die Stadt zahlt und die Eltern, die am Schluss ihr Kind haben, sind einen Anteil quasi müssen leisten wie die Infrastruktur. Das Problem bei den Kinderkrippen ist, dass sie als Betrieb gelten. Also wie ein Gastrobetrieb oder irgendein Betrieb. Und dann müssen sie von Anfang an die Vorschriften erfüllen wie ein Betrieb. Das heisst, die Küche muss eine Gastroküche sein und das WC muss getrennt nach Männlein und Weiblein, sprich nach Bub und Mädchen, getrennt sein. Die Lebensmittelverordnung sagt, wo man die Lebensmittel kann in der Kindertagesstätte bringen kann. Also darf man nicht bei einem WC vorbei. Es könnte irgendwie gefährlich sein, oder? Und das hat eigentlich, das ist fast der treibendste Faktor. Und ich habe ja entsprechend einen Vorstoss im Kantonsrat eingereicht und dann hat der Regierungsrat gesagt,
er habe da keine Kompetenz, etwas zu ändern, das sei alles in der eidgenössischen Lebensmittelverordnung sei das geregelt. Und jetzt hat es einen Vorstoss gegeben von meinem Parteikollege Philippe Lüttenegger, der im Nationalrat eben genau jetzt die Lebensmittelverordnung angepackt hat. Und wenn ich recht informiert bin, hat jetzt tatsächlich Bern gefunden, ja, also jetzt packen wir das an. Also da sieht man einfach, wie extrem reguliert wir sind und wie wenig man dann am Schluss kann da in der Stadt machen kann und wie stark man abhängig ist am Schluss von Bern. Aber immerhin, es tut sich was. Das ist doch wahnsinnig gut. Ja. Sie sind auch Verkehrsspezialistin und gelten, mindestens die Presse nennt sie, als Mutter vom Weidholder-Tunnel. Der sollte, wenn ich das richtig verstanden habe, beim Buchheckplatz sollte der Auto reingehen. Wo kommen sie wieder raus? Also eins ist klar, dass es nicht beim Buchheckplatz reingehen würde. Also es gibt kein Tunnelportal geben im Bereich von Zürich Nord, sondern das war der Konsens gewesen, damals beim Verkehrsrichtplan im Kantonsrat, dass der Tunnel würde vom Hirschwiesentunnel unterirdisch wegzweigen. So steht es auch im Richtplan. Es ist tatsächlich noch eine grosse Herausforderung zu lösen, wo er rauskommt. Es gibt ja verschiedene Varianten. Ist es richtig, dass es aber dann, also es wird Zürich West sein, wo er wieder rauskommt? Es kann Zürich West sein, aber es kann auch im Bereich von Wipkingen sein. Also das, da ist man offen. Es gibt ja ein bisschen mit Ideen in Hönk. Das wäre dann die Version Weidhalde-Tunnel lang oder Käferberg-Tunnel auf der Europabrücke. Also da gibt es ein relativ breites Variantenspektrum. Ich freue mich sehr, muss ich sagen, dass der Kantonsrat kürzlich die Motion Weidhalde-Tunnel jetzt überwiesen hat, einen klaren Auftrag erteilt hat am Regierungsrat zusammen mit der Stadt Zürich und dem Bund, da jetzt das Projekt voranzutreiben, und ich hoffe und vertraue jetzt wirklich auch auf unsere Ingenieure, Verkehrsingenieure, dass sie jetzt da eine ganz gute Variante führen bringen, wo wir alle dahinterstehen können. Sie sagen, wenn der Tunnel kommt, dann würde man die Rosengartenstrasse entlasten. Würde das dann heissen, dass allenfalls das Rosengarten-Tram etwas schneller käme? Ja, also die Stadt Zürcher Bevölkerung hat ja klar zweimal Nein gesagt zum Rosengarten-Tram. Und in dem Sinn hat sie nicht Nein gesagt, weil sie keine Tramverbindung sieht, sondern weil sie einfach sagt, die Lösung nur den Verkehr einfach halbieren auf dieser Rosengartenstrasse, dass das keine Lösung ist, weil dann würden einfach die Autos in Quartier fliessen. Es ist also ein klarer Auftrag, eine Lösung für den Strassenverkehr zu bringen. Und in dem Sinn, glaube ich, gibt es nur eine Lösung, wenn die Strasse irgendwo in den Boden geführt wird, und das ermöglicht dann auch, dass man die Rosengartenstrasse wirklich wieder zurückbauen kann zu einer normalen Strasse und dass man dann auch den öffentlichen Verkehr stärken kann, etwas, was ja auch dringend notwendig wäre. Aber es ist nur im Kombipack möglich. Ich glaube, das haben die Stadt Zürcher klar auch so gewünscht. Eine andere Verkehrsdiskussion momentan ist die Linienführung, die auch, also betrifft auch Irskot, betrifft Hönk, betrifft Zürich West. Jetzt ist man in der Grünen auch hinten bei Werd Hölzli nicht zufrieden, weil der 17er nur in der Randzeit eben nicht fährt und man keine direkte Anbindung an Bahnhof hat. Ihre Parteikollege Stadtrat Andres Dürrli hat gesagt, das müsste, wenn man das ausbauen will, müsste das der Kanton zahlen. Sie sind Kantonsrätin. Kann man da irgendetwas machen, dass der 17er immer fährt? Ja, also ich denke, der Kantonsrat hat sicher eine Möglichkeit, da mitzuwirken für so ein Projekt. Es ist auch die ganze Richtplan-Debatte, die jetzt läuft. Man muss einfach wissen, dass der Kantonsrat mit den Wünschen und Vorstellung aus dem ganzen Kantonsgebiet entdeckt wird. Und das ist halt so, dass wir einerseits, muss ich sagen, ein hervorragendes Angebot im öffentlichen Verkehr haben. Wir sind wirklich Spitze, auch die Stadt Zürich, aber wir platzen auch aus allen Nähten und wir haben überall Wünsche. Und ich denke, das wird halt auch die hehre Aufgabe sein, von der Stadt zusammen mit dem Kanton die Prioritäten zu setzen. Ich freue mich, wenn jetzt Stadtrat Andres Dürrler da doch einen Weg gefunden hat, mindestens mal einen Teil zufriedenstellen. Das ist doch mal etwas und ich denke, wir sollen auch mit dem anfangen und dann sieht man auch, wie sich die Verkehrsentwicklung weiterentwickelt und was halt dann allenfalls ein weiterer Schritt notwendig wäre.